Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen Escape from Tarkov, wieder ein Ründchen alleine. Ich versuche mich wieder um meine Quests zu kümmern, damit ich endlich mal diesen verdammten Flohmarkt freischalte. Wir sind heute unterwegs auf Customs, waren wir schon lange nicht mehr. Muss ich sagen, habe ich auch nicht vermisst. Ich mag die Map nicht so. Oh, nice. Da haben wir eine Pistole mitgenommen. Da vorne in dem Bushäuschen müsste eigentlich eine Sporttasche drin liegen, wenn ich mich nicht komplett irre. Nee. Ich habe mich nicht geirrt. Nice. Unsere Aufgabe heute... Oh, geil. Ein goldener Kork. Unsere Aufgabe heute... Wir müssen escapen. Und zwar von... Oder mit... Mit dem Schmugglerboot. Mit dem Schmugglerboot müssen wir escapen. Und dann kriegen wir einen Arsch voll Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo ich überhaupt bin. Hey, ich bin sogar in der Nähe vom Schmugglerboot. Ja, warte mal du. Das wird ja immer besser. Hier unten müsste auch irgendwo ein Hidden Stash sein. Also wenn er gespawnt ist, ne? Ich sag euch, wie es ist, wenn das Schmugglerboot da ist, bin ich direkt raus. Direkt raus. Also soll ich mal vielleicht ein bisschen... Komme ich da rüber? Ja, komme ich. Geil. Ist das Schmugglerboot? Ja. Ich zeige euch mal mein Loadout. Eine VPO habe ich am Start. Ja, und ansonsten nichts Weltbewegendes. Komme ich so auf die andere Seite der Brücke? Komme ich unter der Brücke durch quasi? Nee, ne? Muss ich doch hoch auf die Straße? Das ist ja... Guck mal, komme ich da durch? Und dann muss ich trotzdem noch über die Straße. Ist alles nicht so geil. Bisschen lauschen. Okay. Da ist schon direkt einer Bock. Wer hat hier Bock? Wer hat hier Bock? Keiner. Okay. Hat hier jemand Bock? Nee, ich sehe keinen. Gut, dann hier runter. So. Ich habe gerade gedacht, da ist jemand an mir vorbeigelaufen. Aha. Direkt Schüsse am Start. Das Schmugglerboot ist auch nicht da, oder was? Ach, fuck, Mann. So wie ich das verstanden habe, kann man hier nur mit escapen, wenn hier ein Lagerfeuer brennt oder so. Ne? Da ist dann so ein Schmugglerboot festgemacht. Das Exit ist aber nicht immer vorhanden. Scheiße. Also es steht ja auch gar nicht in der... Nein, nice. Steht auch gar nicht in der Escape-Liste. Nicht so schlimm. Wir wenden uns dementsprechend unserem zweiten Ziel für die Map zu. Und zwar, ich glaube, ich muss 10 Scavs töten. Was wir vielleicht hinbekommen. Aber nur vielleicht. Da ist einfach niemand, ne? Ich höre Schüsse. Warte mal, wo könnten wir escapen, wenn wir überhaupt... Oh, Wohnheim. Ich habe meine eigenen Schritte gehört, wahrscheinlich. Ne? Blabber mich nicht voll. Dein Ernst? Den hole ich mir. Den Boy hole ich mir. Freund der Sonne. Du blutest, ich weiß es.
Ja, er trifft einfach gar nichts. Nun, er hat ziemlich gut getroffen. So eine Scheiße. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Und da werden wir wieder. Im Prinzip ist eben nichts passiert. Ja, also wir machen einfach so, als wären die letzten paar Minuten nie passiert. Und starten einfach nochmal von vorne. Und zwar immer noch alleine. Immer noch auf Customs. Und immer noch müssen wir 10 Scavs töten und oder mit dem Schmugglerboot entkommen. Steht es diesmal überhaupt da? Tatsächlich. Schmugglerboot ist am Start. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich bin, wäre ich echt zufrieden. Ja. Kenne ich hier irgendwas? Kann ich hier runter? Was, ist das ein Exit? Das ist doch ein Exit. Aber was für eins. Nun, jedenfalls keins, was ich hab. Scheiße. Oh, nice. Jetzt loot das doch. Ah, okay. Keine. Oh, sorry. Ich habe gerade Erdnüsse gegessen und habe mich an einem Nussstück noch verschluckt. Erdnüsse, hammergeil. Muss man einfach so sagen. Okay, ich weiß, wo wir sind. Glaube ich. Da schießt man doch nicht auf uns, oder? Wäre ja kompletter Quatsch. Okay. Vielleicht schießt man doch auf uns. Das war eine Frechheit, so an sich, ja, aber nicht unwahrscheinlich. Sag mal, ist da vorne nicht... Oh, shit. Also zum einen Scav, ja. Habe ich euch eigentlich schon gezeigt, was für eine Waffe ich dabei habe? Ich habe einfach quasi unendlich Munition. Nice. Sprotten. Okay. Und da hätten wir schon einen von 10 Scavs. Und hier ist doch immer erste Hilfe am Start, oder nicht? Ja. Auch nice. Ach, komm schon. Hat er uns getroffen? Nee, ne? Im Leben nicht. Also, ich will ja nichts sagen, aber das hört sich hier echt unangenehm an. Ist das da vorne irgendwo so eine Leiche liegt? Also so eine, ich lieg da immer Leiche quasi. Da vorne. Die holen wir uns.
Und da müssen wir aufpassen, weil ich glaube, hier snipert irgendwo ein Scav rum, ne? Und den wollen wir am besten kein Ziel bieten. Aber die Leiche will ich. Hier ist das Schild, ja. Die nehmen wir mit. Geigerzähler. Ah ne, ich brauche ein Gasanalysegerät noch für eine Quest, glaube ich. Geigerzähler per se bringt mir, glaube ich, nicht so viel aktuell. Sag mal, wer schießt denn hier die ganze Zeit? Ist er sehr unentspannt. Okay, ich weiß aber, wo wir sind. Das ist schon mal gut. Wir laufen jetzt hier weiter. Gucken, ob wir zum Fluss kommen. Ich meine, wir sind wendig wie ein Hase, ja. Und gewieft sind wir auch. Ab und zu gucken wir mal, Achtung, in die Röhre. Oder? Witzig sind wir auch noch. Also müsste uns eigentlich nichts passieren. Dürfte nicht. Nun, da hatte wohl jemand was anderes vor. Och Mann, ey. Ich hasse Customs. Customs ist die letzte Scheißmap, sag ich dir, wie es ist. Mein Unendlichkeits-Munitionstrommel-Magazin ist weg. Fuck. Naja, aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Bis gleich. Und da werden wir wieder. Wieder auf Customs. Wieder am Leben. Und was mich am meisten freut, wieder mit so einem unendlichen, unfassbaren Ultra-Magazin. Das sind einfach die besten. Ich sag euch, wie es ist. Nur Vorteile, wenn man so ein Ding benutzt. Warte mal, wo bin ich? Bin ich richtig? Warte mal, ich bin gar nicht so scheiße gespawnt fürs Schmuggelboot, oder? Was ist hier denn? Ja, moin. Wie geil ist der Spawn, in dem ich bin? Wie fancy sind denn bitte diese Kisten? Ein Ultrahelm. Ah, ne, doch nicht so ultra. Oder? Was für ein Level hat der? 3. 3. Ne, nicht ultra. Ich hab nur so einen geilen Bezug drauf. Ne, hier will ich nicht sein. Oder? Oh, da vorne will ich sein. Da ist eine Kiste. Magazin lasse ich über für die Leute, die hier noch kommen. So, ja moin. Ach, guck mal an, ich weiß, wo wir sind. Glaube ich. Ah, sag mal, das gibt's doch nicht. Da wären wir wieder. Diesmal versuchen wir es vielleicht nachts. Ja, wir versuchen unser Glück einfach nachts. Vielleicht werden wir da nicht direkt erschossen. Sondern es dauert ein bisschen, bis wir erschossen werden. Ist es Schmugglerboot? Jo, geil.
Schmugglerboot ist also eine Option zum Escapen. Was wäre so belohnend, wenn wir das bekommen würden, ey. Wir sind richtig dumm gespawnt. Ist hier was zum Looten? Nee. Ist da drin? Ja, da drin ist hier. Hier ist was. Da wird schon wieder geschossen. Ich hasse. Ich sag euch, wie es ist. Ich hasse Customs. Das war die letzte Map. Ach, der geile Lachs. So, wir gehen hier mal gemütlich hoch. Ich weiß, dass hier mal einfach einer gelegen war und mich erschossen hat. Der lag einfach random rum, ne? Mir war gerade, als hätte ich Schritte gehört. Schüsse habe ich auf jeden Fall gehört. Da sprinten wir mal. Gut gesprintet. 1A Knöchelarbeit auch. War ich das ja? Immer schön langsam. Dass uns keiner hört. Ob da oben Scavs gespawnt sind. Sollen wir mal vorbeigucken? Auf, scheiß drauf. Gucken jetzt vorbei. Okay, ich sehe schon mal nichts. Genau hier haben wir eben auch gelootet. Oh, nice. Einmal alles mitnehmen. Ist das richtig? Und hier die zwei verrückten Truhen nehmen wir auch mit. Einmal nix, nice. Und einmal. Eine HK. Die würde ich ja behalten, ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sage ich immer. Zum Gucken, dass wir nicht zu weit am Rand entlanglaufen. Ja gut, dann schmuggeln wir uns halt
gleich an den. An den, sag mir jetzt, an den Wohnheimen vorbei. Und dann sind wir im Prinzip auch schon am Fluss. Da muss nur noch das Boot am Start sein und ich wäre super zufrieden. Aber schauen wir mal, was wird, ne? Es ist aber auch echt dunkel. Da vorne ist... Da vorne ist Wohnheim. Ich habe eben gedacht, ich hätte was gehört. Wie ultra sneaky, wie auch durch die Büsche gehen. Ach komm schon. Pass mal auf, hier machen wir jetzt den Sprint. Oh, ich bin saudumm. Wir machen trotzdem den Sprint. Okay. Okay, ruhig bleiben. Ich höre mal nix. Wir sprinten gleich einfach über die Straße, scheiß drauf. Scheiß drauf. Schön drüber. So, sehe ich da was? Tatsächlich. Leck mich am Arsch. Oh, jetzt erschossen werden, ich weine. Oh ja, Baby. Gott sei Dank. Naja, easy first try, oder? Das wär unsere Quest gewesen. Nice. Um die 10 Scavs kümmern wir uns irgendwann anders. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es ein paar Anläufe gebraucht hat. Falls dem so ist, gern Like, gern Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.